Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und ich habe einen trockenen Mund. Und man hört das. Und deshalb trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Viel besser. So. Bam, 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 bam. Mommy Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Mommy Made YouTube-Kanal gibt es jede Woche ein neues Tutorial aus den Bereichen Nähen und Do-It-Yourself. Und immer mal wieder dazwischen, so wie jetzt diese Woche, gibt es auch noch Videos von hinter den Kulissen, in denen ich euch zeige, was ich hier hinter den Kulissen so wurschtel und auch das eine oder andere Produkt vorstelle. Solltet ihr das diese Woche verpasst haben, weil ihr regulär immer freitags hier reinschaltet, schaut doch nochmal auf die Kanalseite. Da findet ihr mein Video über den X-Tool M1 Heimleser, der für den einen oder anderen von euch möglicherweise interessant sein könnte. So, die Zeit rückt näher, in der wir kurze, schnelle Projekte nähen wollen, die sich als Geschenk eignen. Und deshalb nähen wir heute ein eben solches, nämlich ein solches kleines Täschchen, Mäppchen, Kosmetik, Beutelchen, wie auch immer ihr es nennen möchtet, wofür auch immer ihr es verwenden möchtet. Es ist super schnell genäht, super einfach zu nähen. Ich erkläre in dieser Anleitung wirklich Schritt für Schritt alle Details und gebe euch auch Hinweise zum Nähen mit unterschiedlichen Nähfüßen, sodass wirklich auch blutige Anfänger erfolgreich heute ein solches Täschchen nähen können. Viel Spaß! Für unser heutiges Mäppchen brauchen wir einen Außenstoff und einen Innenstoff. Die Maße blende ich euch ein. Ich verwende hier heute ein Kunstleder. Das ist zwar weich, aber hat einen relativ guten Stand. Und für innen benutze ich eine Baumwollwebware. Ich würde grundsätzlich empfehlen, für außen sowas wie Kunstleder oder Canvas oder Jeans oder irgendwas mit ein bisschen mehr Stand zu nehmen. Ihr könnt es aber natürlich auch aus Baumwollwebware oder einem sonstigen Material nähen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das nicht sehr stabil ist oder wenn ihr zum Beispiel zwei Baumwollwebwaren habt, dann müsstet ihr bitte eine dieser Stoffseiten zusätzlich mit einer Fließeinlage verstärken. Zum Beispiel eine Flieseline H250, die hat eine gummierte Seite, die ihr aufbügeln könnt und die gibt eurem Projekt in Summe einfach ein bisschen mehr Stand. Außerdem braucht ihr noch einen Reißverschluss und einen passenden Zipper. Ich verwende immer Endlosreißverschluss, dann kann ich mir das einfach anlegen und weiß, wie viel ich brauche. Ich blende euch aber auch in diesem Falle ein, wie viel ihr braucht, falls ihr mal gucken wollt, ob ihr noch genug habt. Zum Versäubern von Kanten brauchen wir Schrägband. Das könnt ihr entweder so fertig gefalzt kaufen oder im 45-Grad-Winkel aus eurem Stoff zuschneiden und wie hier auf die mittlere Kante falten. Und dann wird das hinterher so gefaltet um die Kanten gelegt. Von dem Schrägband braucht ihr für dieses Projekt etwa 30 bis 35 cm. Wer gerne rechts und links oder auch nur an einer der beiden Seiten ein kleines Band hätte, wo man sich festhalten kann, wenn man den Zipper auf- und zuzieht, der braucht ein solches Band. Das kann wahlweise eben auch das Baumwollschrägband sein oder ein Schleifenband. Oder ich hatte jetzt hier noch Webbandreste von vor gefühlten 300 Jahren. Da bräuchtet ihr auf jeden Fall pro Seite nochmal 5 cm. Ich habe mir die hier schon in der Mitte gefaltet, deshalb sehen die kleiner aus. Und dann braucht ihr natürlich noch ein stabiles, hochwertiges Nähgarn in passender Farbe. Ich habe eine Farbe gewählt, die sich ein bisschen von meinem eigentlichen Ton abhebt. Normalerweise mache ich das gerne, dass es wirklich ganz, ganz genau passt. Aber damit ihr seht, was ich hier mache und wo ich lang nähe, habe ich mich hier für einen etwas helleren Ton entschieden. So, und dann kann es schon losgehen. Nehmt euch euren Reißverschluss und zieht ihn auseinander. Die Reißverschlusshälften nähen wir jetzt an die längere der beiden Seiten eurer Stoffteile an. Und zwar müsst ihr gucken, habt ihr bei eurem Reißverschluss eine Seite, die etwas dicker ist. Bei mir ist das hier die kupferfarbene. Die dreht ihr zur rechten Stoffseite eures Außenstoffes und legt den Reißverschluss oben an die lange Kante an. Und macht den da Stoß auf Stoß fest. Das gleiche macht ihr auf der gegenüberliegenden langen Seite. Also auch hier wieder den Reißverschluss mit der dicken Seite der Raupe, also der rechten Stoffseite, nach unten legen, rechts auf rechts auf die schöne Seite und jetzt hier unten anlegen. Auch hier zeigt die Raupe quasi in Richtung Mitte des Stoffes. Wenn ihr das so festgesteckt habt, nehmt ihr euch euren Innenstoff und legt ihn rechts auf rechts hier oben drauf.
klipse den einfach jetzt hier mit in eure Befestigungen hinein. Achtet darauf, dass hier nach wie vor alles ordentlich Kante auf Kante liegt. Und damit gehen wir jetzt an die Nähmaschine. Ich habe an meiner Nähmaschine einen einfachen Geradstich mit einer Stichlänge von 2,5 mm eingestellt. Das ist bei mir die Standardeinstellung. So, wir wollen jetzt hier an der Raupe entlang nähen, die ihr ertasten könnt. Am besten geht das mit einem Reißverschlussfüßchen. Bei Bernina ist das dabei und hat die Nummer 4, dann C oder D oder irgendein Buchstaben dahinter. Bei euren Maschinen wird das in der Regel so ähnlich aussehen. Wichtig ist, dass hier rechts und links eine Kante ist, die euch ermöglicht, mit der Nadel näher an den Steg zu nähen. Ihr könnt das aber auch mit dem normalen Standardnähfuß nähen. Ich zeige euch, wie das geht und was dann passiert und was der Unterschied zum Reißverschlussfuß ist. Also, wenn ich mir mein Füßchen jetzt hier absenke, die Raupe ertaste und das Füßchen so ansetze, dass die Kante des Füßchens ganz genau hier an der Raupe entlang geht, dann seht ihr anhand des Schlitz in der Mitte meines Nähfußes, wo der Bereich ist, in dem ich meine Nadel bewegen kann. So, jetzt müsste ich, wenn ich das mit diesem Fuß nähe, meine Nadel so links stellen wie möglich. Bei den allermeisten Maschinen gibt es Tasten dafür, mindestens eine für eine linke Nadelposition und eine mittlere. An manchen Maschinen wie an der Bernina habt ihr hier Tasten, mit denen ihr schrittweise rüberwandern könnt und die Maschine automatisch aufhört, wenn sie weiß, sie ist in der maximal linkesten Position, die ihr möglich ist mit diesem Nähfuß. So, jetzt senke ich hier einmal die Nadel ab, damit ihr das seht, beziehungsweise nähe ich mal ein paar kleine Stiche. Dann seht ihr, hier geht die Raupe entlang. Ich mal das mal an, damit ihr das besser sehen könnt. Also hier, da wo der Bleistiftstrich jetzt ist, ist die Stelle direkt neben meiner Raupe, die hier hochsteht. Und die Naht, die so nah dran kam wie möglich, ist jetzt, ich würde sagen, so 4 bis 5 mm davon entfernt. Das ist okay, das kann man so nähen. Führt aber dazu, dass, wenn ihr das hinterher auseinanderklappt, da seht ihr es, später relativ viel von diesem Reißverschluss, also von dem Stoff des Reißverschlusses, sichtbar sein wird. Wir drehen das nachher um und stecken den Stoff ab. Dabei könnt ihr das ein bisschen korrigieren, indem ihr hier eine Art Stoffschlaufe legt und euch näher ran schummelt und das dann hier absteppt. Dadurch könnt ihr das reduzieren. Mit dem Reißverschlussfuß kommt ihr direkt initial bei der Naht näher dran. So, ich demonstriere mal eben, mache das an der gleichen Stelle, senke den Nähfuß ab, ertaste mir die Raupe und setze die Nähfußkante da drauf. Und auch hier ist die Nadel nach wie vor, da hat sich nichts verändert, in der linkesten Position, die irgendwie möglich ist. So, wenn ich jetzt die Nadel absenke, dann ist die wirklich direkt an dieser Raupe dran. Und wenn ich jetzt ein paar Stiche nähe, dann könnt ihr hier sehen, dass meine Naht ziemlich genau entlang dieser Bleistiftlinie hier direkt an der Raupe verläuft. Jetzt hätte ich diese Demonstration mit einem noch kontrastreicheren, in diesem Falle wahrscheinlich schwarzen Garn am besten gemacht, aber ich denke, ihr konntet das trotzdem erkennen. Wie gesagt, ihr könnt das nähen mit dem normalen Nähfuß. Wenn ihr einen Reißverschlussfuß habt, verwendet den. Und zurück im Text. Wir setzen unseren Nähfuß ganz knappkantig an der Raupe auf, am Anfang des Stoffes, verriegeln hier vorne, nähen an der Strecke entlang und verriegeln hinten wieder. Bam, 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 bam. So, und jetzt macht ihr genau das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Verriegeln. Nicht wundern, dass es bei mir nicht vor und zurück ging. Ich habe hier eine Punktvernähung, das macht die Maschine für mich automatisch. Wenn ihr das nicht habt, dann näht ihr ein paar Stiche vor, wieder ein paar Stiche zurück und näht dann die ganze Strecke. Bam, 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 bam. So oder so ähnlich sieht das jetzt bei euch aus. Also rechts auf rechts genäht mit den Reißverschlusshälften oben und unten dazwischen. Jetzt drehen wir uns das Ganze richtig herum.
halten uns an unserer Reißverschlussraube fest und falten und formen die anderen beiden Stoffteile, also die schöne Außenseite und die natürlich auch schöne Innenseite, nach unten. Und jetzt gehen wir damit unter die Nähmaschine und steppen das hier einmal knappkantig ab. Wir wollen, dass hier noch genug Platz ist, dass der Zipper hier nachher vorbeigleiten kann. Achtet also darauf, dass ihr das Ober- und auch das Innenmaterial jetzt nicht zu nah an die Raupe drückt. Das Problem habt ihr nicht, wenn ihr mit einem normalen Nähfuß genäht habt, dann seid ihr da eh nicht so nah dran. Wenn ihr mit einem Reißverschlussfüßchen genäht habt, guckt, dass ihr den Reißverschluss wirklich ordentlich nach außen zieht und das Material davon weg. Wenn ihr störrisches Material habt, wie ich jetzt hier mit diesem Kunstleder, dann kann es durchaus hilfreich sein, hier auch nochmal Klammern zum Fixieren festzumachen. In aller Regel ist das nicht notwendig. Das ist jetzt, weil, wie gesagt, dieses Kunstleder so ein bisschen sich wehrt. Was natürlich je nach Material auch hilft, ist an dieser Stelle einmal drüber zu bügeln. Das mache ich jetzt nicht. Im Normalfall, wie gesagt, reicht es, wenn ihr euch das hier ordentlich hinlegt, da ein paar Mal drüber streicht und ohne irgendwelche Klammern an die Nähmaschine geht. Achtet, wie gesagt, bevor ihr näht, sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite darauf, dass der Stoff wirklich ordentlich von der Raupe wegliegt. Bei mir ist das jetzt, wie gesagt, ein bisschen Fummelei. Das liegt hauptsächlich an meinem Außenmaterial und es liegt aber auch daran, wie nah ihr am Anfang direkt an den Reißverschluss rangenäht habt. Ich habe sehr, sehr nah daran genäht, weil ich das hübscher finde, als wenn da ganz viel Reißverschluss noch mit rausguckt. Wenn ihr hier weniger Fummelei haben möchtet, wenn ihr ein kleineres Risiko haben wollt, dass sich der Reißverschluss irgendwie in dem Stoff verfängt, während der da lang gleitet, dann könnt ihr beim Zusammennähen an der Nähmaschine vorher darauf achten, dass ihr vielleicht die Nadel nicht in die ganz links möglichste Position, sondern wenn ihr stufenweise verstellen könnt, einen Millimeter daneben oder so näht, also nicht ganz an die Raupe dran näht. Das wären aber Details, wenn ihr schon mal eine Tasche genäht habt und dann irgendwie feststellt, dass ihr es nächstes Mal gerne anders haben möchtet. Voraussetzung ist, wie gesagt, eben auch, dass eure Maschine die Nadelposition schrittweise verstellen kann. Wenn ihr euren Reißverschluss an beiden Seiten ordentlich freigelegt habt, gehen wir damit unter die Nähmaschine und steppen hier, wie gesagt, einmal knappkantig auf dem Außenmaterial durch alle Lagen hindurch die Kanten ab. Ich habe jetzt hier nach wie vor mein Reißverschlussfüßchen dran, mit dem ich mich jetzt auf der linken Seite der Raupe entlang hangle, ganz knappkantig, und dabei immer hier vor dem Füßchen gucke, dass ich mir den Stoff beiseite ziehe, damit der sich nicht hochfaltet. Die Nadel muss jetzt in die rechtere Nadelposition, also sie muss rechts von diesem Steg des Füßchens auftreffen. Dafür stellt ihr, wie gesagt, die Nadel an eurer Nähmaschine entweder in die rechte Nadelposition oder, wenn ihr schrittweise verstellen könnt, die war hier drüben, einfach so weit rüber, bis eure Maschine sagt, ja, da passt das, da kann ich nähen. Wenn ihr dann da die Nadel absenkt, seht ihr auch, wie knappkantig ihr das Ganze jetzt hier feststeppt. Nach wie vor mit einem einfachen Geradstich. Und auch hier wieder am Anfang und am Ende der Naht verriegeln. Bam, 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 bam. Sieht dann von der Außenseite so aus. Und von der Innenseite so. Auch hier ist der Stoff ordentlich von der Kante weg. Und auf die gleiche Weise nähen wir das jetzt auf der anderen Seite fest. So, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an alle Nähanfänger, denn damit habt ihr den schwersten Teil dieses Tutorials hinter euch. So, wir legen dieses ganze Teil jetzt mit der rechten, der schönen Stoffseite nach unten vor uns hin, klappen die Reißverschlussteile vorne zusammen und jetzt könnt ihr euren Zipper auffädeln. Ein Tutorial dazu, wie das am einfachsten geht, habe ich schon mal hochgeladen. Das verlinke ich euch hier oben bzw. unter diesem Video in der Infobox und in einem gepinnten Kommentar. Wenn ihr das geschafft habt, das geht manchmal ratzifatz und manchmal dauert es ein bisschen länger, dann guckt, dass das Ganze wirklich gerade ist. Manchmal klappt das ganz gut, aber ihr stellt fest, dass jetzt eure Stoffkante total versetzt ist. Das ist nicht dramatisch, aber besser wäre, wenn es gerade ist. Also dann lieber nochmal die zweite Seite raus und nochmal neu einfädeln und gucken, dass ihr einigermaßen identisch rauskommt. Besser.
Wenn ihr damit soweit zufrieden seid, schließt ihr den Reißverschluss soweit ihr könnt, ohne den auf der anderen Seite wieder runterzuziehen. Greift in das ganze Konstrukt rein und hebt es am Reißverschluss an und zieht euch den Rest nach unten. So als wollten wir ein solches flaches Täschchen nehmen. Wenn ihr das wolltet, wärt ihr da jetzt quasi schon. Dann müsstet ihr das Ganze nur auf links drehen, rechts und links eine Naht setzen, wäre das Ding fertig. Das nur am Rande. Heute machen wir ja, wie gesagt, etwas anderes. So, ihr zieht euch das also hier glatt und macht euch an der Falz hier unten eine Markierung. Das kann entweder ein Knips sein, ein kleiner Knips mit der Schere hier rein, nicht zu tief, einfach nur eine kleine Kante oder eine Markierung mit Kreide, wenn das auf eurem Material hält, oder Bleistift. Oder ihr könnt natürlich auch einfach einen Clips da setzen. Die meisten haben in der Mitte eine Markierung. Ich benutze die gerne auch für dieserlei Dinge, denn wenn ihr diese Markierung hier auf eure Markierung setzt und euch das angewöhnt, dann wisst ihr immer, dass das hier das mittlere im Clip eure Markierung ist. Wie gesagt, Knipse mit der Schere funktionieren auch, aber macht die nicht zu tief. Ihr müsst sie später wiederfinden können, aber sie sollen natürlich nicht hinterher in euer ganzes Material reinreichen. So, das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Oben den Reißverschluss festhalten, gucken, dass der nicht irgendwie schepp zu einer Seite liegt, sondern wirklich schön oben. Dann hier mit dem Finger das Material nach unten ziehen und unten, wie gesagt, eine Markierung setzen. Wenn ihr diese beiden Markierungen habt, dreht ihr das Ganze wieder auf links. Das wird einfacher, wenn man den Reißverschluss zur Hälfte etwa öffnet. So, und jetzt wollen wir, dass unsere Reißverschlussraupe hier auf die Markierung trifft, die wir uns gerade gemacht haben. Ihr seht da meinen Knips. Da soll die Reißverschlussraupe drauf. Meine steht ein bisschen raus, die ist nämlich länger als der Rest. Ich glaube, das behebe ich an dieser Stelle mal kurz. Dann können wir nämlich besser sehen, was wir tun. So, hier ist mein Knips. Da ist meine Reißverschlussraupe. Und die Mitte der Reißverschlussraupe lege ich genau auf den Knips. Und stecke mir das fest. Und das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil der Reißverschluss offen ist. Ich kann den natürlich noch ein bisschen weiter zuziehen, aber wir wollen gleich hier nähen. Das heißt, zu nah dran würde ich ihn nicht machen und guckt, dass ihr das Zugteil auf jeden Fall in Richtung Tasche steckt. So, da ist unser Knips, da muss die Mitte der Raupe drauf. Wer jetzt Angst hat, dass ihm das nachher auseinanderrutscht, der kann sich das Leben deutlich leichter machen, indem er jetzt einfach kurz zu Nadel und Faden greift. Ich weiß, ganz viele von euch möchten sowas immer nicht, aber es sind diese kleinen Handnäh-Hacks, die euch echt das Leben leichter machen. So, und jetzt geht ihr einfach her und piekst hier ganz am Rand rein und näht euch diese zwei Raupenteile so ein bisschen aneinander fest. Ihr könnt damit natürlich auch unter die Nähmaschine gehen und das mit ein paar Stichen aneinander festnähen, damit euch das hinterher nicht auseinanderrutscht. Ich finde das hier tatsächlich schneller und einfacher und es müssen auch echt nicht viele Stiche sein. Aber das führt dazu, dass das hier zusammenhält und ihr gleich an der Nähmaschine keine Angst haben müsst, dass euch die irgendwie auseinanderklaffen und das hinterher blöd wird. Das muss auch gar nicht ordentlich sein, weil das verschwindet hinterher in der Nahtzugabe. Das ist total egal. So, ich mache da nicht mal einen Knoten rein. Das war's schon. So. Und jetzt haben wir nämlich hier sowas wie eine gescheite normale Reißverschlussraupe, die wir dann wieder hier mittig auf unseren Knips, unsere Markierung, die hier ist, legen können und das Ganze da fixieren können. So, ich hatte eingangs erwähnt, dass ihr euch aussuchen könntet, ob ihr möchtet, dass euer Täschchen rechts und links so kleine Schleifchen, Schlaufen hat, an denen ihr euch festhalten könnt. Meine soll das bekommen und ich mache das, wie vorhin erwähnt, aus Webband. Wenn ihr Webband oder auch solches Schrägband habt, braucht ihr, wie erwähnt, davon 5 cm. Wenn das schon so gefaltet ist, wie mein Schrägband jetzt hier, also keine offenen Kanten nach außen hat, dann reicht es, wenn ihr die 5 cm einfach halbiert, so wie ich das hier mit meinem Webband gemacht habe. Wenn ihr selber ein Band näht aus Stoff, ich zeige das mal mit diesem Teil hier, bräuchtet ihr etwas, was etwa 5 cm breit ist.
würdet euch da die Mitte markieren, die Außenkanten auf die Mitte falten, das Ganze dann nochmal falten und dann einmal an allen Kanten entlang nähen. Wenn ihr das breiter haben müsstet, müsstet ihr eben 6 cm breit nehmen. Da könnt ihr ja ein bisschen mit ausprobieren. Aber wenn ihr das so genäht hättet, dann könntet ihr es dann eben falten und hättet so eine Schlaufe. Mit diesem Kunstleder ist das natürlich Quatsch, weil das viel zu dick wird. Aber ich denke, vom Prinzip her habt ihr das verstanden, was ich euch sagen möchte. Wie gesagt, Schrägband ist die einfachste Lösung oder eben Webband. Wenn ihr eure 5 cm Schleife irgendeiner Art gefaltet habt, legt ihr das auch an diese gleiche Stelle, und zwar zwischen die Lagen. Das heißt, wir müssten da nochmal rein und legen die Mitte dieses Webbandes genau auf die Markierung, die Schlaufe, also die Falz, in Richtung Mitte eurer Tasche. So, also die Mitte des Webbandes liegt unter der Mitte des Reißverschlusses. All das liegt auf eurer Markierung. Da machen wir das fest. Ich hätte gerne 2 dieser Art und nicht nur 1. Und deshalb mache ich das hier auch. Also hier wieder in die Hälfte gelegt mit der Falz in Richtung Tasche. Also offene Kante nach außen. Suche ich mir hier meinen Knips. Da lege ich das so drauf, dass es genau in der Mitte ist. Und da dann die Mitte der Reißverschlussraupe drauf. Und das Ganze feststecken. So. Je nachdem, wie klein alles ist, ist das ein bisschen fummelig, aber damit können wir jetzt unter die Nähmaschine. Könnt natürlich auch den Rest der Strecke ordentlich aufeinander feststecken, wenn euch das mehr Sicherheit gibt. Und dann näht ihr an beiden Seiten einmal circa 1 cm vom Rand entfernt. Hier einmal alles fest. Ich tendiere dazu, an der Stelle, wo der Reißverschluss ist, wo man über die Raupe geht, langsam zu nähen. Und ganz gerne auch ein paar Mal vor und zurück zu nähen auf der gleichen Nahtlinie. Einfach damit diese Stelle fester gesichert ist. Das ist vor allen Dingen an der Seite, wo wir hier mit unseren Handstichen fixiert haben, deutlich wichtiger als an der anderen Seite. So, ich habe jetzt hier wieder meinen normalen Nähfuß angebracht und habe meine Nadel in der mittleren Nadelposition. Die Nadelposition ist Geschmackssache und hängt davon ab, wie ihr gerne näht und woran ihr euch beim Nähen gerne orientiert. Ich orientiere mich immer gerne an der Mittelkante, deshalb ist für mich die mittlere Nadelposition eine, die ich sehr mag. Ihr könnt euch aber auch am Nähfußrand orientieren und dann entscheiden, wo ihr euch eure Nadel hinstellt. Wichtig ist, dass unsere Naht etwa 1 cm vom Rand entfernt landet. Details dazu. Sollte euch das noch nicht so ganz klar sein mit dem Füßchenbreit und der Nadelposition und der Nahtzugabe, schaut euch bitte, 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 bitte dieses Video hier an, in dem ich das ganze Thema Nahtzugabe und Orientierung beim Nähen sehr, sehr explizit erkläre. Auch wenn ihr schon länger näht, schadet es nicht, sich dieses Video anzugucken. Ich glaube, dass der ein oder andere darin vielleicht noch das ein oder andere hat mitnehmen können bisher schon und dass euch das vielleicht ähnlich geben wird. So. Wir nähen jetzt auf jeden Fall, wie erwähnt, hier diese Strecke mit einem einfachen Geradstich zusammen und an der Reißverschlussstelle gehen wir ein paar Mal vor und zurück. Bam, 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 badam, bam. So sieht das Ganze jetzt aus und ist damit quasi schon eine flache Tasche oder eine runde Tasche, wenn man das jetzt öffnen würde und das nach innen falten würde. Lange Rede, kurzer Sinn, was jetzt kommt, sind unsere Ecken. Dafür nehmt ihr euch bitte ein Lineal oder ein Geodreieck und einen Stift. Bleistift ist auf Baumwollwebware immer eine gute Sache. Ich nehme jetzt hier was anderes, damit ihr das besser sehen könnt. Jetzt geht ihr her und messt an der Naht, die ihr gerade gemacht habt, von der Stoffkante aus 1,5 cm ab und macht euch da eine Markierung. Und jetzt legt ihr euer Lineal oder Geodreieck mit der Nulllinie genau auf die Naht und messt in Richtung Tasche 1,5 cm ab und macht da einen Strich, beziehungsweise ihr könnt hier direkt von eurer Markierung aus bis da, wo 1,5 cm sind, eine Linie ziehen. Jetzt drehen wir uns das Ganze so, legen uns mit unserem Geodreieck unsere Nulllinie auf unsere Stoffkante. Also, oder wenn der Reißverschluss im Weg ist und ihr keine Lust habt, daran rumzufummeln, von der anderen Seite kommend auf die Linie, die ihr gerade gezogen habt, und verbindet jetzt die Stoffkante mit dem Ende dieser Linie. Im Idealfall sollten das ebenfalls 1,5 cm sein. So, sieht dann so aus. Ihr habt also 1,5 cm in diese Richtung und von der Naht aus, nicht von der Stoffkante, von der Naht aus 1,5 cm in diese Richtung gemalt.
Und so sieht unsere Ecke jetzt aus. Und das macht ihr an allen vier Ecken. So, wenn ihr das an allen vier Ecken gemacht habt, messt überall nochmal nach, denn das muss wirklich stimmen. Ich habe mich hier tatsächlich, weil ich abgelenkt war, einmal kurz vermalt und das eben noch korrigiert. Wenn ihr das an allen vier Ecken eingezeichnet habt, dann kommt, oh Schocker, die Schere. Und wir schneiden entlang dieser Linien diese Ecken aus. Badam-bam. Wenn ihr das gemacht habt, kommt zum ersten Mal euer Schrägband zum Einsatz. Damit versäubern wir jetzt einmal sowohl diese als auch diese Kante über den Reißverschluss hinweg. Die Kanten rechts und links können ruhig offen bleiben, da müsst ihr nicht umfalten oder gar nichts, das verschwindet gleich noch in einer Naht. Klappt das Schrägband einmal um eure Kante herum, steckt das fest. Guckt immer schön, dass eure Stoffkante genau auf der Mittelfalz am Innenteil eures Schrägbandes aufliegt. Klappt euch das hier überall rum, steckt euch das fest. Und dann geht ihr damit an die Nähmaschine und näht das einmal hier entlang des Schrägbandes knappkantig fest. Am Anfang und Ende der Naht bitte verriegeln. Bam, 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 badam, bam. So sieht das jetzt aus. So, jetzt nehmen wir uns eine dieser Ecken, greifen da rein und ziehen die auseinander. Ihr könnt entweder reingreifen und das so auseinanderpulen oder hier an die Kanten greifen. Wichtig ist, dass ihr das Schrägband, was wir jetzt gerade angenäht haben, nach unten klappt, also weg vom Reißverschluss, dass das flach liegt. Und dann zoppelt ihr euch das so zurecht, dass das von oben betrachtet so aussieht. Also dass die Ecke hier auf der Ecke liegt und sich hier eine gerade Linie bildet. Und wie gesagt, die versäuberte Kante weg vom Reißverschluss da festheften, dann sieht das so aus. Und das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Hier auch gucken, dass der versäuberte Rand weg vom Reißverschluss zeigt, also jetzt in die andere Richtung logischerweise. Hier gucken, dass die Naht vom oberen Teil auf die Mitte der Strecke hier unten trifft und das da feststecken. So sieht das dann aus, nach unten gebogen. Und jetzt gehen wir damit unter die Nähmaschine, klappen uns jeweils die eine Hälfte weg, nähen hier einmal im Abstand von etwa einem Zentimeter vom Rand entfernt und dann hier identisch einen Zentimeter vom Rand entfernt hier dieses Stück fest. Da müsst ihr, wie gesagt, über die dicke Wulst da also langsam machen, aber das bekommt ihr hin. So, wenn das hier aufsitzt, nähe ich jetzt einmal erstmal zurück über die Kante drüber und dann vorwärts. Hier über die Kante drüber und nochmal zurück. Und ich gehe immer auch nochmal über das Schrägband drüber. Auf der anderen Seite das Gleiche. So, das sind unsere Boxecken. Da schneide ich mir jetzt an beiden Seiten die Nahtzugaben etwas zurück. So um die Hälfte etwa. Und versäubere diese beiden Ränder jetzt auch wieder mit Schrägband. Weil das hier offene Kanten sind, lege ich das jetzt nicht wie vorhin einfach nur oben und unten dran, sondern am Anfang und Ende schlage ich mein Schrägband ein. Das heißt, einmal einschlagen, damit ihr hier keine offene Kante habt. Das dann so drumlegen, dass es hier die Kante der Nahtzugabe von der Naht von eben einfasst. Dass das jetzt noch nicht ordentlich ist, macht jetzt erstmal nichts. Und auch diese Kante dann nach innen einschlagen. Soweit wie notwendig. So, und dann hier so feststecken. So, jetzt, bevor wir da drüber nähen, könnt ihr natürlich oder solltet ihr gucken, dass die Kanten von dem Umschlag wirklich ordentlich untergefaltet sind. Auch auf der Rückseite, das ist hier noch nicht der Fall. Und dann feststecken. Und jetzt kann ich da einmal ordentlich drüber steppen. Und das gleiche jetzt auf der anderen Seite.
So sieht das jetzt aus. Hier rechts und links versäubert, oben und unten eingefaltet jeweils. Und diese Naht eben vom Reißverschluss weggenäht. So, und jetzt können wir hier reinpulen und unseren Reißverschluss weiter öffnen. Oder wenn ihr so nicht weiterkommt, könnt ihr auch versuchen, von der Gegenseite euren Schieber zu ertasten. Euch da eine kleine Falte legen, den Schieber greifen und ein Stück runterruckeln. Das ist meistens einfacher, als von oben nur zu schieben. Dann klemmen die manchmal. So oder so müsst ihr irgendwie da rein und den Reißverschluss weiter aufmachen, wenn ihr den so wie ich so weit zu hattet. Und dann könnt ihr euer Täschchen auf rechts wenden. Und die Kanten ordentlich ausformen. Da kommt jetzt auch euer kleines Zugband zum Vorschein. Und auch das auf der Gegenseite. Und fertig ist euer Mäppchen. Für Stifte, Kosmetik, Nähclips oder was auch immer. So, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit eurem kleinen selbstgenähten Mäppchen, beziehungsweise habt jetzt eine Möglichkeit, noch schnell vor Weihnachten das ein oder andere Geschenk zu zaubern. Wenn euch dieses Video gefallen hat und weitergeholfen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video hier unten ein Like gebt und es möglicherweise mit euren Nähfreunden oder auf euren Social-Media-Seiten teilt. Solltet ihr noch nicht Abonnenten des Kanals sein, werdet das doch an dieser Stelle sehr gerne. Das hilft vor allem, dass meine Reichweite hier auf YouTube erhöht wird, was meine Arbeit hier finanziert und dafür sorgt, dass ich auch weiterhin Videos wie das heutige hier veröffentlichen kann. Ebenso gut für erwähnte Reichweite und den YouTube-Algorithmus ist es, wenn ein Video möglichst viel Interaktion hat, sprich möglichst viel in den Kommentaren unter einem Video passiert. Das heißt, wenn ihr dieses Video gesehen habt, es euch gefallen habt, ihr mich unterstützen möchtet in meiner Arbeit, lasst doch einen kurzen Kommentar da, das kann auch einfach nur ein Emoji sein. Ich freue mich, wenn ihr mich auf diese Art und Weise unterstützt und auch nächste Woche hier wieder reinschaltet. Möglicherweise habe ich da ein Tutorial für euch, auf das sehr, sehr viele von euch gewartet haben. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr hier wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mami Nate!